So langsam will ich mich ja wegen Xenoblade Chronicles. Na, jetzt sind wir wieder da. Sei bald fertig, du Spast! Ja, mir fällt doch momentan nichts ein, was du tun könntest. Später bin ich sicher wieder ein Auftrag. Nice! LOL! Oh Gott, das ist epic, das ist epic. Yes, ich bin frei, ich bin ein freier Mensch. Wobei eigentlich nicht ganz. Weil hier gibt es weitere nervige Sidequests. Ich guck nur, ja, dachte mir fast, dass er hier ist. Hi! Gewiss! Hier ist wieder Ratze, wenn du der Quizmaster mit Quiz momentan versuchen. Yep. Okay. Dann kommen wir zur Frage. Frage, wie viele Gebäude stehen in Kuppheim? Oh mein Gott, oh mein Gott, 6? Ja doch, 6, 3, 2 mal 3. Yes, yes, yes. Okay. Also, war mein erster Gedanke, weil ich glaube, es sind in beiden Bereichen 6. Also, das ist gut. Du hast jetzt 12 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Ja, so. Die werden, glaube ich, langsam ein bisschen krasser, habe ich das Gefühl. Also gut, jetzt werden wir Briefe ausliefern. Also, zunächst sollten wir hier einen Gumpa-Paar in Gumbafurt abliefern. Ja, also das finde ich jetzt schon nett, dass ich mal einen Auftritt hier bekomme. Ja, nee, da wollte ich nicht hin. Dass ich mal meine Briefe ausliefern darf. Ich meine, die Leute beschweren sich schon und sagen irgendwie, ja, es dauert schon ein bisschen länger mit der Carry-Post und... Ich kann schon auch nachvollziehen. Und genau damit kommt eine E-Mail bei mir rein. Wie episch. Okay. Gumpa. Hier ist Gumpa. Hallo Mario. Na, wie macht sich mein Sohn? Ach übrigens, ich habe den Kleinen nach dir benannt. Ich wollte immer, dass mein Sohn eines Tages so stark wird wie du. Naja, er ist ein Honk, aber er ist ganz stark. Ja gut. Ich bin mal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Er ist fast ein wenig zu lebhaft geraten. du bist Gumpa, was stimmt's? Mein Name ist Barakewi, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe eine Sendung für dich. Einen Moment, bitte. Ah, ja, genau, hier. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit deines Postboten ist nie zu Ende. Hey, danke, sei verboten, Herr Postoberpräsident. Oh, gute Nachrichten. Fischen ist mein Hobby und ein Freund schreibt mir, dass er eine Angeltour plant. Ich kann es kaum erwarten. Oh... Es tut mir leid, dich mit Arbeit zu überschütten, aber könnte ich dir wohl einen Brief anvertrauen? Wenn es irgendwie im Bereich des Möglichen liegt, dann bringe ich doch zu einem Tod namens Mafti. Hallo, geh doch selbst zur Post. Der DHL gibt mich auch nicht Zeug mit und sagt, hier, nimm das mal. Ja, aber es hängt irgendwo in der Nähe des Palastgartens herum. Ach kommt, ich würde das sehr zu schätzen wissen. Super. Na gut, ich muss jetzt eh nach Tod schauen. Aber zunächst haben wir hier mal wieder unseren... Ja, ich will jetzt probieren. Also, gucken, was für eine Frage er diesmal im Petto hat. Frage, wer gehört nicht zu den Kuppelbrüdern? Oh mein Gott. Okay, es gab keinen Blauen, also muss es Azure sein. Melanzano weiß ich, Pomodoro, keine Ahnung, aber... Ja, genau, gut. Weil es gab keinen Blauen und Azure ist Blau, deswegen... Das habe ich mir gerade durch Ausschlussverfahren erschlossen, aber... Ich hatte wirklich... Das hätte fast ein Fail sein können. Oh mein Gott. Okay. Gut. Warum ich jetzt allerdings hier bin? Ich muss nämlich zu Nomadimaus gehen. Auf die wartet auch ein Brief. Das zeige ich euch einfach mal, wie er da am schnellsten hinkommt. Einfach diesen Weg hier nehmen. Nein, lasst mich in Ruhe. Oh, ich kann nicht sowieso mit einem Schlag ownen. Es müsste eigentlich hier gleich sein, genau. Vor kurzem sah ich eine große Staubwolke über dem nördlichen Teil der Wüste. Ich vernahm auch einen dumpfen Knall. Ich frage mich, was das wohl war. Hm? Habt ihr eine Vorstellung? Vielleicht die Ruine, die aus dem Sand kam. Naja. Sie sind doch Nomadimaus, nicht? Mein Name ist Barakewi, ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment, bitte. Nächstes Mal im Übrigen bitte Wohnort angeben, weil... Ansonsten ist es etwas schwierig, diese Briefe zuzustellen, müssen Sie wissen. Ein Brief von Mustafa? Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Ja, gut. Wie gesagt, das nächste Mal gebe ich dann einen Warnout an. Aber das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ach ja, nimm dir das Zeichen meines Dankes. Zögere nicht, nimm es ruhig. Dankeschön. Jetzt wisst ihr auch, warum ich diesen Quest überhaupt mache. Gut, auch weil ich einfach vollständigkeitssichtiger bin. Aber das ist auch ein Grund. So, im Moment gibt es nur noch welche in Tottown, um die wir uns kümmern können. Hey, hier, ich habe einen Brief für dich. Schon seit ich ein Kind war, bin ich leicht zu erschrecken. Mein allergrößter Wunsch ist es, ein mutiger Tau zu werden.
Deswegen habe ich diesen Job als Wächter angenommen. Ich darf keine Furcht zeigen. Nur wer seine größte Ängste ins Gesicht will, kann Mut in seinem Herzen entwickeln. Ja, hast du aber bisher ganz schön gefailt. Ja, Mario, warte mal kurz. Das ist doch der Feisty. Ah, du bist der Feisty, die Wache von Nimmerwald, stimmt's? Wie er ihn eiskalt duzt, alle anderen sieht. Mein Name ist Barakari, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Ja, genau, hier. Guck mal. Ich hoffe, das hilft dir dabei, mutiger zu werden. Ich frage mich, wer Brutler ist. Oh Gott! Das ist bestimmt ein Brief, der bezahlt. Oh mein Gott, das ist von einem Geist. Er steht, während du schläfst, wenn ich mich an dich ranschleiche. Er erlebt es, mich zu erschrecken. Oh, glaubst du, er wird schleichen? Fetzen ist auf mich, wenn die wieder schlafen. Reiß dich zusammen, weiß nicht, reiß dich zusammen, bleib still. Sag nicht, ich werde es schaffen, hier, nimm dies, bitte. Ja. Ja, also das war schon ein bisschen komisch, oder? Ja, Paracarry, das war wirklich etwas komisch. Oh gut, wir sollten den Zaubersamen übrigens mal abgeben. Wenn die Knospi-Blumen allen vier Farben der Blumen, wird dies ein magischer Garten sein. Mir fehlen noch zwei Farben. Bitte bring mir die Samen, wenn du sie findest, wenn dein Herz, Smiley. Jetzt wird nur noch eine. Oh, du hast mir einen Samen gebracht. Danke, ich bin so froh. So, unser Garten wächst doch prächtig. Im nächsten Kapitel könnte es dann sein, dass wir das letzte finden. Oder auch erst im übernächsten. Weiß ich ja. Achso. Ja gut, doch, ich weiß es schon. Aber ich verrate euch jetzt nicht. Also. So, jetzt müssen wir, soweit ich weiß, mit diesem Toad reden. Manchmal glaube ich, dass der Palast bald wieder hier sein wird. Dass ich das aus einem einem bösen Traum erwache. Das wäre scheiße, wenn ich erwache und sehe, dass alle meine Sternsplitter weg sind. Nein, danke. Ja, ich weiß. Reiner Fantasterei vermutlich. Aber das hält mich nicht davon ab, es mir von ganzem Herzen zu wünschen. Ja, ich würde mir mal wünschen, dass du diesen Brief abnimmst, denn mein Name ist Sarah Carey und ich habe hier einen Brief für dich. Mafti, bitteschön. So. Ich hoffe, das nächste Mal bist du allerdings zu Hause, weil hier draußen kann ich dich schwer finden, so fernab von deinem Wohnort. Hm? Und das von Gumpapa, dem alten Kauz. Wir beide haben die gleiche Denkweise. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich ihn gesehen habe. Schon fast ein bisschen zu lange. Da fällt mir ein, ich wollte gerade einem meiner Freunde einen Brief schicken. Dein Timing ist perfekt. Das ist der Brief an meinen Freund. Sein Name ist Kuwer. Er lebt in Kupa. Würdest du ihm bitte diesen Brief zustellen? Er hält sich garantiert in der Nähe des Dorfeingangs auf. Er hängt gerne vor dem Torthaus herum. Da chillt er immer. Zwar besteht keine Eile, aber es wäre nett, wenn ihr ihn bald erhalten würde. Okay, ja, das ist jetzt, so ein typischer RPG-Sammelquest. Das wird noch eine Weile so weitergehen. Dame. Jetzt wird hier aber ganz kurz gucken, wo, weil hier ist doch ein anderer Brief. An Merlon, genau, Merlon. Der gute Merlon, hey. Da habe ich etwas für dich, guck mal. Was denn? Ja, Post. Ich meine, sie hätten sich zwar auch echt da hinten im Postamt gleich abholen können, aber, ja. Wenn der Sender unbedingt Porto zahlen möchte, mir soll es recht sein. Hm, von wem ist der? Oh, meine Enkelin Merli. Die ist vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Ach, Sian, oh, so. Oh, interessant. Ja, neuer Freund und hat ein Haustier und Studium und. Oh, sie hat ihren Stand im Staub dran der Vorposten tief in der Wüste eröffnet. Er findet sich irgendwo abseits des Trubels. Ja, für die Leute, die es nicht gleich gefunden haben, so wie ich. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir dies dafür. Yay! Cool. So, jetzt müssen wir nur noch diesen einen Quest weiterführen. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Oh, kein Kuvert, aber ein Quiz! Sie ist wieder ein beliebter Quizmaster. Willst du das versuchen? Jo. Also, dann kommen wir zur Frage. Frage, wie viel Pilze kostet ein Pilz in dem Laden von Koopa? Ey, rauch mal dein Leben aus, bitte. Oh Gott, das waren, glaube ich, vier, aber... Pff, nagel mich bitte nicht darauf fest. Skill. Aber was ist das denn? Korrekt. Damit müssen wir dem etwas gelittener werden. Die Nerven wird zur Million entkommen. Die sind jetzt auf 64. Knackt die 64. Meine neue Lieblingssendung. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt schon etwas geistesgestört.
Da frage ich mich schon, was noch kommen soll. Aber gut, das muss dieser Kuvert sein, oder? Wie stehen die Dinge, Mario? Ich hoffe, es läuft alles glatt. Ja, du chillst vom Tollus. Also du bist der Kuvert, oder? Ich habe da nämlich einen Brief für dich. Genau, der hier. Bitteschön. So, das hat auch perfekt geklappt. Auch wenn die Leute nie zu Hause sind und ich sie nie in den Briefkasten werfen kann, weil sie den Briefkasten nie offen haben. Das ist irgendwie nervig. Ja, trotzdem danke. Du kommst zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Ich würde gerade selbst einen Brief aufgeben. Oh, sieh doch nur, es ist ein Brief von Mafti. Bei der haben immer die gleichen Gedankengänge. Er ist einer meiner Fischerkumpel. Ich kann dir sagen, wenn du noch nie fischen warst, solltest du es mal versuchen. Es ist ein wunderschönes Hobby. Zwar brutal, aber wunderschön. Da kann man sie so schön anschweigen. Männersport hat. Komisch. Ich wollte gerade alle meine Freunde anschreiben und ihnen einen Angelausflug vorschlagen. Sollten wir einen guten Angelplatz gefunden haben, werde ich einen Brief an Mafti schreiben. Nun, könntest du das wohl für mich zustellen? Vielen Dank. Das ist für einen Freund von mir, der immer im Hafen mit Hawthorn chillt. Er ist ganz leicht zu finden. Vielen Dank nochmal. Oh Mann. Also, bis gleich. So, meinst du etwa den da? Es hat keinen Sinn, ohne Raupen zu fischen. Ah, ich sitze in der Climate. Ja, da muss ich mich wohl nach einem anderen Köder umsehen. Gummiköder oder so. Eine Person, die am Hafen chillt. Ja, das müssen Sie sein. Mein Name ist Paracarry. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte. Wie er eiskalt jeden Toad duzt und alle anderen sieht. Das ist echt sehr auffällig. Toads haben keine Autorität. Ja, natürlich haben sie keine Autorität. Das ist doch vollkommen klar. Hä, ja, was ist das denn? Beim Klabautermann, das ist ja für Kuvert. Mafti sagt, er hätte auch einen Brief geschrieben. Sie sind alle Mangelfieber. Zeit für einen Ausflug, du solltest auch mitkommen, Mario. Ah, da fällt mir ein, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du mir das, ihm das bringen? Wem? Naja, dem Cooper, den du den Brief für mich gegeben hast. Kuvert ist doch sein Name. Ja, pass ja gut auf dich auf, ne? Barakari, dein Job ist scheiße, den werde ich niemals machen. Ja, sag ich doch. Mit einem Mal habe ich Respekt vor dir und deiner Leistung, dass du noch nicht durchgedreht bist und completely batshit insane am Boden liegst vor Heulen. Ja, ich sag, du findest mich jetzt mittlerweile cool. Cooler als vorher, ja. Ja, dann bringt diese ganze Scheiße ja wenigstens etwas, ey. Hey, Chiller vor dem Tothaus. Ja, wie stehen die Dinge, ey? Hat alles geklappt mit dem Brief? Ja, ich habe sogar eine Antwort von ihm, die hier... Aber mir wäre es echt recht, wenn ihr euch in Zukunft per WhatsApp unterhalten könntet. Nicht, dass ich meinen Job nicht gern mache, aber das ist doch ein bisschen anstrengend so. Ach so, ja, ich überleg's mir. Cool, danke. Der ist von meinem Kumpel. Und das muss die Antwort sein. Ja, tatsächlich. Danke für die rasche Zustellung. Jetzt kann ich den Rest der Gang anschreiben. Ich freue mich schon darauf, mit allen meinen Freunden zu fischen. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Einen Brief habe ich schon fertig geschrieben. Hier kannst du das für mich erledigen. Er geht an Mr. E, der in der Wüste lebt. Vermutlich hängt er vor dem Tothaus herum. Er trägt einen blauen Turban und ist genauso süchtig nach Toads wie ich. Du wirst ihn sicher gleich erkennen. Vielen Dank für alles. Ja. Damn. Jo, wir schauen uns gleich den Chiller an. Zunächst haben wir ein Quiz. Und das kommt mit dem Quiz. Machst du ein Quiz, Mom? Willst du das versuchen? Ja. Ich komme langsam echt verwegen, Xenoblade Chronicles, hier. Wo kann ich doch beim Quiz dabei sein? Mario und ich werden noch beste Freunde. Wo lebt mehr lieblich die Wahrsagerin? Das ist der Sternschnuppengipfel. Ja, das hat doch immer Blödsinn. Korrekt! Gratulation! Hier ist deine Sternsplitter! Ja, war schon ein bisschen anspruchsvoller als davor, aber passt. Du hast mir jetzt 15 Folgen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal! Ja, das wird noch etwas dauern. Zum Glück. Okay. Bist du der Chiller? Einer der Nachfahren, König Maustafas, lebt noch heute hier im Stadtrock den Vorposten. Doch weiß niemand, wer er ist. Doch kannst du dir sicher sein, dass sich jeder insgesamt wünscht, diese besondere Person zu sein? Das antwortet meine Frage überhaupt nicht. Ist doch egal, denn es wäre wirklich cool, mit den größten Räubern aus aller Zeit verwandt zu sein. Okay, ja, es ist nicht. Ich liebe diese Stadt, es ist mir egal, wie hart das Leben in der Wüste ist. Es ist nirgends schöner als zu Hause. Ich werde hier geboren, werde ich auch hier bleiben. Ach so, Sie sind der Mr. E. Kein Tee am Ende. Mein Name ist Barakel, ich bin der Postbote. Ich habe da etwas für Sie. Bitteschön. Da du kein Tee am Ende hast, sehe ich das als Zeichen dafür, dass Sie gesiezt werden wollen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Vielen Dank. Oh, sieht aus wie eine Bestellung aus Cooperheim. Mein Job ist es, Lieferungen beim Schaufreund den Vorposten auszumachen. Der Kerl hier ist ein sehr guter Kunde. Er bestellt sehr viele Waren. Also,
Ja, Sprengraketen und so. Hey, würdet ihr mir wohl gefallen tun, das nächste Mal, wenn ihr in Tortorn seid, diesen Brief zu stellen? Er geht an Misty, sie wohnt dort. Sie ist eine von drei erstaunlich hübschen Schwestern. Ich werde sie in die Luft jagen. Endlicherweise findest du sie vor dem Dojo, wo sie mit ihren Schwestern plaudert. Vielen Dank. Kannst du das nicht selber machen, Dave? Okay, Leute, das reicht auch für diesen Part. Geht auch gelitten. Wenn es aber euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, falls nicht einen Daumen nach unten. Dann nächstes Mal müssen wir weiter Briefe zu stellen. Steht mir bitte bei, ich werde auch so schnell möglich mit der Story weitermachen, glaubt mir. Glaubt mir einfach. Bis dann.